Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion T2 im Ranglistenmodus. Double Login. Wir machen es nochmal. Schon wieder den First Solus. Ich habe auch schon wieder die Mana-Rösser. Holy shit. Das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Ja, auf 13 und 6 haben wir ein bisschen Probleme. Aber sonst sind wir ganz gut ausgestattet, muss ich sagen. Wir machen einen Jüngerstart. Ach du Scheiße. Ich habe zum zweiten Mal das Double Login genommen. Zum zweiten Mal. Und habe schon wieder Mana-Rösser und einen Fürst des Todes. Das ist einfach verrückt. Ich probiere es einfach nochmal. Okay, er ist auf die Safe-Variante gegangen mit dem Torwächter und einem Gargoyle. Ja, es leckt schon wieder. Internet bei Pure, sage ich nur. Shit. Mana Ross mit dazu. Ich spiele diesmal ein bisschen sicherer. Oh, der kann richtig viel schießen. Das ist super gut. Können wir hier noch eine Maske hinstellen? Und dann sind wir gut ausgestattet. Das Auto sind drin. Können wir uns auf jeden Fall noch einen Worker gönnen. Für nächste Runde sind wir gut ausgestattet mit der Maske und dem Jünger. Da passiert nicht viel. Machen Masken-Upgrade und gut ist. Ach du Scheiße, das wird eine richtig fette Combo. Wir schicken mal zwei Schnecken rein. Die könnten ganz gut was leisten in der Runde. Aber er hat 60 plus. Warum Autos sind mit an? Masken dazu. Weil wenn er jetzt Autosend anhat und ich nicht, dann wird mich am Ende mein Gegner fertig machen.
Ja. Ich habe 20 bekommen. So, jetzt könnten wir natürlich einen Crablord bauen, aber wir nehmen den Baum, damit wir die Welle noch ganz gut halten. Im besten Fall. Blut geschickt bekommen. Der Junge macht, der macht gute Arbeit. Ja, dass er jetzt den fetten Schaden natürlich auf den mit Mini-Leben gemacht hat, war nicht so optimal, aber das war gut. Können auf jeden Fall noch Worker gehen hier. Machen wir noch einen. I will maul you. Masken-Upgrade auf maximal. Mana Rösser dann dazu nächste Runde. Aber man muss halt aufpassen, weil es ist halt, dass man nicht zu viel möchte, so wie es bei mir meistens der Fall ist. Ich muss ganz gut überlegen, was ich baue. Na klar, ich könnte jetzt halt die Crablords bauen, na. Dann habe ich aber nicht so viel Frontline, wenn ich kein Mana-Rost dazu packe. Das ist eher so das Problem. Bauen den Pegasus mal auf. Ja, es wird das sehr spät im Late Game passieren, dass ich dann hier meine Truppe zusammenkriege. Ja, das habe ich schon gesehen. Ist mir bewusst. Nächste Wave bin ich auch nicht so stark. Deswegen werden wir den Baum aufwerten. Damit er hoffentlich mit seiner Explosion die Einheiten wegmacht. Okay, Brut ist schon mal weg. Explosion. Hat guten Schaden gemacht. Sehr gut. Und Pack Leader. Ja, die Explosion ist halt schon raus, ne? Da kann ich nicht mehr so viel machen.
Können natürlich noch Jünger platzieren. So machen wir das. Und dann auf der 11 Fürst des Todes. Die Traplots habe ich noch gar nicht benutzt. Aber hier muss man dann die Safe-Variante nehmen. Ja, das werde ich nicht schaffen. Ist aber nicht so viel durchgekommen. Er blockt das für mich. Ja, da bin ich durchgekommen und der ist auch gut durchgekommen. Sehr schön. Das ist wirklich gut. So, wir bauen den ersten Fürsten. Und können jetzt mal mit einem Mana-Ross weitermachen. Ja, er hat viele Green Devils, er hat viele davon. Das heißt viel. Viel ist das nicht. Jawohl, das war eine gute Explosion. Neuer Trag gespawnt. Doch, wir können auf jeden Fall zwei Worker gehen. Stichschaden habe ich die Masken, aber auch die Crab Lords. Und die Jünger natürlich. Ja, auf 13 schicken ist gut. Dann machen wir die Green Devils weg, machen die weg. Bisschen magischen Schaden mit dazu. Soll ich auf jeden Fall machen. Ja, 140. Das sind an sich, wären das 3 Worker, aber ich baue dann lieber noch mal ein paar mehr oder so. Ich nächste Wave nicht stark bin. Ja, ganz schön reingekackt. Ich werde da bekommen. 400, holy shit. So, noch einen Fürsten. Und noch Masken-Upgrade. Ich nehme wieder den magischen Schaden mit. Dann nehme ich lieber den magischen Schaden mit.
Und Pack wieder ist weg. Die Königsklaue hält ordentlich aus. Er hat gut durchgelassen. Ich kann nur reduzieren. Aber das sollte reichen, um durchzukommen. Wir werden mal den Jünger auf. Crablow dazu. Damit die noch mehr Regeneration haben und noch schneller ihre Spawns holen. Einmal King geht noch. Und dann gehen wir auf 16. Ich habe jetzt nicht so viele Worker am Start. Das ist klar. Ich baue jetzt Mana Rösser für die nächste Wave. Machen wir so. Ja, es liegt ein bisschen drunter, aber durch die Mana-Regeneration, die Spawns, könnte ich es rausholen. Da liegt 700 drunter. Er ist sehr aggressiv auf Worker gegangen. Explosion. Sieht gut aus, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus für mich. Sollte ich auch locker halten. Sehr gut. Können wir natürlich noch einen Jünger platzieren. Und dann werte ich erstmal eine Maske noch auf. So. Ja, hoffen wir mal, dass es klar geht. Ich habe jetzt nicht so viele Worker. Kann da also nicht so viel machen. Hab jetzt natürlich ein bisschen aufgebaut, jetzt letzte Wave. Gucken wir mal, der Vorreis macht auf jeden Fall gute Arbeit. Sollte zwar hier auf die Königsklaue gehen, aber naja. Man kann nicht alles haben. Jawohl, Klone down. Der Dicke ist tot. Zweimal durchgekommen und ich halte das mit meinen Spawns. So, nächste Wave muss ich auf Bäume gehen. wird leicht für mich. Aber jetzt muss ich auf Bäume gehen. Damit ich die Wave halte.
brauche ich unbedingt die Bäume. Aber es ist wirklich eine gute Kombination, muss ich sagen. Ich will auch nicht zu viel. Ich habe jetzt hier nur einmal so einen Kreis gebaut. Weil es natürlich dann immer gierig und will mehrere machen, aber einer reicht vollkommen aus. Ich kann hier noch upgraden. Wir haben nichts geschickt. In der nächsten Wave bin ich auch stark. Mach schon vor, alles wieder rein. Ganz klar. Pack wieder noch dazu. Wir werten den Fürsten auf, wir werten den auf. Packleader mit rein. Ich werte mal lieber den auf. Und das haben wir noch. Ja, machen wir noch mit rein. Erst 920 drunter. Die haben noch nicht geschickt. Ja, es kann gut sein. Die werden jetzt hier verkacken. Sieht dann im Sieg aus, es ist zu viel durchgekommen. Aber diesmal die Strategie super gut funktioniert. Das muss man schon sagen. Victory. Das war wirklich, wirklich eine geile Kombination. Super runtergespielt. Auf safe gegangen und dann hat das funktioniert. Gerade durch die Spawns dann übelst viel gehalten. Magier gut ausgewählt. So will man das sehen. Perfekt. War es eine weitere Runde, Nietzsche. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.